herzlich willkommen zu Subnautica. Ja, neue Aufnahmesession. Es ist wutzig heiß hier und ich weiß nicht, ob der Anschein dieser kühlenden Wasserfläche mir wirklich helfen wird. So, ich gucke gerade mal nach. Hier, Medkit, genau. Wir heilen uns erstmal, wir bringen uns mal auf Vordermann. So. Trinken müssen wir nichts. Das mit der Steuerung, ich spiele halt eben noch andere Spiele, ist immer noch nicht so richtig das, was ich kann. Aber wir essen noch ein paar Laternenfrüchtchen, damit ich auch vollkommen gesättigt bin. Jetzt geht's mir gut. Und jetzt kommt's. Da, seht ihr's. Da ist es. Was will er? Also, kurz zur Erklärung. Wir haben ja den Abschuss des anderen Schiffs, das uns Sunbeam, haben wir ja verpasst. Das war doof. Naja. Und wahrscheinlich bringt uns das jetzt zurück zur Story. Mal gucken. Play partially translated broadcast. Nine new biological subjects designated. Mode. Hunting. Analyzing. Sharing subject locations with other agents. Was? Das heißt, Seemotte? Was war das jetzt? Aurora Treffpunkt trockenes Land. Aha, das wird es sein. So, dann würde ich sagen, machen wir uns mit der Seemotte einfach mal auf den Weg. Haben wir was zu essen? Nein. Machen wir uns was zu essen. Ja. Salz haben wir genug. Zum Pökeln ist es immer noch gut. Oh, wir haben gepökelt. Bumerang. Und wir haben einen Nährstoffblock. Wir machen Chlorbleiche. Wir machen noch mehr Wasser. Also rüber. 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 So, okay, also. Der Fabrikator. Ressourcen, was gibt's da? Achso, ja, Chlorbleiche. Na, nochmal. Und nochmal. Das war's. So, jetzt machen wir. Gepökelte Nahrung haben wir auch nur einen. So, und dann machen wir. Wasser. Auch dreimal. So, wie sieht's jetzt aus? Wir sind voll. Wir haben Wasser. Lithium brauchen wir wofür? Haben wir für irgendwas Lithium gebraucht? Wir haben für irgendwas Lithium gebraucht. Wir machen jetzt erstmal das Salz in den Nahrungsmittelschrank. Die Energiezelle. 100%, 0%, genau, die können wir irgendwann mal verwenden. Lithium. Und Kupfererz. Ja, was war denn unser Plan? Was wollten wir machen? Ich gehe jetzt erstmal hier zum. Ja, hier zum. Hier zum Konstruktor. Wie heißt der denn? Das Ding? Das Konstruktor ist von. Satisfactory. So, modifizierte Tauchflasche haben wir doch schon, oder? Das ist es nicht. Lass mal gucken, was haben wir denn? Nicht, dass ich da irgendwas falsch mache. Wir haben ultrahohe Kapazität, das haben wir. Ultrakleidförmig haben wir auch, das brauchen wir nicht. Kreislauftauchgerät, super. Das ist der. Ach, den Strahlenschutzhelm haben wir nicht. Den haben wir im Inventar. Stoßkanone ist super. Das heißt Lithium. Könnten wir vielleicht hier verwenden? Warte mal. Wollten wir hier was machen? Ne, dafür brauchen wir Magnetit, Silbererz. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
brauchen wir nicht. So, dann tun wir das jetzt mal weg und vielleicht fällt es uns wieder ein. So, der braucht noch ein bisschen, genau. Ja. Ich weiß, es ist seltsam, aber ich weiß es im Moment nicht. So, okay. Blei, Lithium, Kupfer, Quarz, Lithium. Lithium, das sieht ganz gut aus für, ich bin unterwegs und gut drauf. Ja, ja, so, das sieht alles gut aus. Dann gehen wir, oh Mann, wenn wir das hinkriegen, ins Tauchdock. Ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich das denn hingebaut. Hier nebendran. Alter. Na, das ist, wenn man das lange nicht spielt, dann wird es echt ein bisschen doof. Ne? Wo habe ich denn das Tauchdock hin? In Hamburg oder Bremen? Da ist es. Also da ist es nicht. Oh, da kann ich auch was dran bauen, aber ich brauche im Moment nichts. Das ist, ach, das ist der Krebs. Den wollen wir dafür nicht verwenden. Wir werden jetzt da raustauchen. Welcome aboard, Captain. Was? Ich bin gerade raus. Der Krebs ist geil, da freue ich mich drauf. Aber ich will zur Seemotte. Seemotte? See. Na. Oh Gott, nee, habe ich die ganze Licht angehabt? Welcome aboard, Captain. Oh, ich freue mich so auf den. Auf die Nautilus, ne? Aurora-Treffpunkt. Trockenes Land. Da gehen wir jetzt hin. So, kleines Stückchen. Ein Stückchen Dingens. Was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, aber es wird uns in der Story voranbringen. Und genau da wollen wir jetzt hin. Wir haben noch keine Nautilus. Das dauert auch noch ein bisschen. Ich weiß nicht mehr genau, was uns noch fehlt, aber das sehen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal dieses Stück Story weiter. Story weiter. Ja, genau. Wenn ich auf meinen Aufnahmemonitor sehe, dann fühlt es sich auch so an, als würde ich euch ein bisschen angucken. Genau, das ist natürlich nicht so. Ich gucke aufs Spiel. So gucke ich am besten aufs Spiel. So. Seht ihr mich immer vom Profil mit meinem fliegenden Kinn? So besser? Ja, egal. Oh, das klingt nicht gut. Ich habe erst gedacht, die hätten irgendjemanden auf uns angesetzt, aber... wow. Wenn ich nur eine Karte hätte. Ist das unser? Nee, das ist eine andere Insel. Wow. Jetzt ist die Frage. Das sieht gut aus. Das ist unser Land. Sag mal, Leute. Wir verlassen die jetzt mal. Und gehen dahin, wobei wir das ja schon kennen. Wie weit noch? 102 Meter? Ja, 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 ja. Das ist jetzt schlecht. Da lang. Okay, ich rüste mal das Pritzelmesser aus. 59 Meter. Soll das hier sein? PDA-Data. Das müssen wir jetzt hören.
Alter. Was ist denn jetzt? Egal. Nein, nein, nein. So, nochmal. Einheimische Lebensform ist Quatsch. Überlebensprotokoll. Nee, Sprachaufzeichnung. Oder? Average long range transmission delay, 8 hours. Opening last recorded transmissions. Ach Quatsch. This is an emergency distress call. Und das da? In der Uhr, Netzleitungssystem maximal erfassbar hinaus erstreckt. Die Pumpensystem ist immer noch in Funktion des Luft. Das also wie immer Punkt ist ein unbekannten Ort. Unter dem Meeresboden, warmes Sauerstoff, warmes Wasser wird ausgeschüttet. Die meisten Tiere meiden die Ventilationsöffnung. Klubschau können dabei beobachtet werden, wie sie unversehrt in das Leitungssystem hinaus und wieder rausgelangen. Beurteilung, weitere Untersuchungen erforderlich. Ja, genau. Öffentliche. Nee. Hier. Das weiß ich. Wo ist denn das letzte Treffpunkt? Ah, ja! We have to board the Aurora, repair the long-range comms, make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me, and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keane, 2 hours after last activity. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan-class predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keane, out. Aha. Was haben wir hier? Ah, Hilfe! Was haben wir denn hier jetzt? Ich bin jetzt gerade nicht ganz so. Wasser. Ja, das ist egal. Das haben wir alles. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Werkzeuge haben wir auch. Außer Lichtstab haben wir alles. Ja, brauchen wir alles nicht. Ja. Ja. Das wäre toll. Gibt's Torpedoarm, fehlt auch noch eins. Das ist egal. Ja, das haben wir. Ein Rumpf und mein Maschinenbauplan und Jutsu-Club selbst. Gut, okay. Ja. Haben wir. Brauchen wir. Bald mal. Ja. Ja. Da haben wir ja sowieso. Das sind wir noch weit von entfernt. Das könnten wir jetzt machen. Da haben wir auch genug für. Das ist egal. Das könnten wir irgendwann machen, wenn wir Dingens haben. Zu viel Salz, aber im Moment haben wir noch nur genug Salz. Gut. Okay. Nein. So. Ja, toll. Und jetzt haben wir jetzt ja die vermutete Gassi-Basis. Was ist denn mit der? Sag mir mal, was ist mit der? Ich muss da echt mal. Ich glaube, das ist jetzt wirklich der Weg. Wir schwimmen jetzt erstmal zur Seemotte.
Ich bin maximal verwirrt. Aber dank des Tiefenmoduls sollte das jetzt auch gar kein großes Problem sein. Ja, so. Wo ist jetzt die vermutete Degassi-Basis? Wir schwimmen jetzt einfach so ein bisschen durch die Gegend. Weil, ja, so ein paar tolle Sachen also ich guck mal gerade. Das machen wir jetzt einfach mal. 250 Meter. Jetzt muss ich echt mal gucken, was das ist. Weil die habe ich so oft jetzt gehabt, aber irgendwie... bin ich nie hingekommen. Geh weg, was auch immer du bist. Go away, whatever you are. Aha. Schau mal gucken, was das ist. Da ist was drin. Wahrscheinlich nichts Tolles, aber egal. Mobile Fahrzeugstation. Haben wir. Welcome aboard, Captain. Wo ist denn jetzt? Ah, da hinten. Da müssen wir erst hoch. Dann runter. Oder? Ja, hier sind die immer so ein bisschen aggressiv. Ich dachte immer, das ist das, was wir... Geh weg. Was ist denn das? Hallo? Könntest du bitte mal verschwinden? Oh. Wärmekraftwerk? Ah, haben wir schon. Gut. Bist du? Komm her. Ich mach dich alle. Komm her! Geht doch. So. Weiter nach der Degassi-Basi. Wie kommen wir da hin? Oder ist das das, wo wir schon längst waren? Vermutete Degassi-Basis. Okay, gut, ich merke es gerade. Das ist doch das im... Maschinenbiom. Das heißt also, wie weit ist denn die weg? Die da? Aha. Gibt's da? Oh, was ist das da? Schon wieder. Ja, ja, welcome aboard, Captain. Dann ist es doch das Ding, wo wir immer sind, oder? Moment. Leer. Das Blöde ist, ich weiß im Moment nicht so richtig, wie es weitergeht. Ah, da sind wir hier. Gut. Okay, das kennen wir.
Ja. Das ist doch das hier. Wenn das das ist, was ich denke, dass es ist. Ja, das ist sie. Gut, dann können wir das mal ausschließen. So. Gut. Das hier ist zwar gut für irgendwelche, ne? Ich habe also eine Idee. Wir machen eine nächste Folge und da gehen wir mal ein bisschen logisch vor.